Ich mach's ganz kurz. Nominiert für den Kometen in der Kategorie naja, ihr könnt es schon denken. Bester Live-Act. Bedeutet, weil sie mit den Songs was verbinden, deswegen wird es auch halt noch nie aufhören, dass man so nervös und aufgeregt ist. Dank Live war halt der totale Knaller, die halt so Tanzen, Stick-Tricks drauf haben und Choreografien und so, das war alles super. Zum Orgasmus kommt mit Leuten, nicht alleine, sondern zusammen. Also, ich bin entspannt, ihr seid gespannt. Bester Live-Act und somit im Besitz des Kometen 2010 sind Tokio Hotel! Oh, das war klar, dass es jetzt laut wird in der Halle. Was für eine Erfolgsgeschichte. 6 Millionen verkaufte Schallplatten, 12 Kometen, inklusive dem ungarischen Kometen. 2008 der Rekordgewinn von 4 Kometen an nur einem Abend. Dazu 3 Echos, 7 internationale MTV Awards. Wir haben hier in Oberhausen den ersten Preis überhaupt, das war auch ein Komet. Glückwunsch an die Firma Magdeburger, an Will, an Tom, an Georg und auch an Gustav. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ihr macht uns wahnsinnig stolz heute Abend, unsere Fans. Ich habe es wieder geschafft. Vielen, vielen Dank für den Preis. Danke für die tollen Live-Konzerte. Wir hatten eine sensationelle Tour. Vielen, vielen Dank dafür. Wir wollen natürlich allen Leuten danken, die uns da unterstützt haben. Unser kompletten Live-Crew. Ein riesen Dankeschön. Ein Dankeschön an The Production Office. Vielen Dank an William Morris Agency. Danke an Solomon Parker für die Unterstützung. Vielen Dank an unsere Fans, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tokio Hotel. Wahnsinn, die Halle rastet aus. Sage mal, du kommst gerade aus Taiwan und was habe ich da wieder für Geschichten über dich gehört? Ich sage nur kleine blaue Pill, was war da denn los? Ich verstehe gar nichts, was? Das war mir klar. Da kommen wir ja, da kommen wir zu dir. Wir kriegen das schon noch hin mit der Verständigung. Was war da wieder los bei dir mit den kleinen blauen Pillchen? Das war gar nichts. Hat aber Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Brauchst du das überhaupt? Geht's nicht von alleine. Bei dir bräuchte ich das wahrscheinlich.
Nein. Aber jetzt will er auch mal erklären, warum du immer diese weiten Hosen trägst. Ja, absolut. Genau deshalb. Genau deshalb tanzen. Wir sehen uns später noch. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ihr den Kometen hier abgegriffen habt. Tokio Hotel für euch hier. Dein Komet in Oberhausen. Wir kommen jetzt zu einer Band, deren aktueller Albumtitel perfekt zu unserem heutigen Motto passt. Und zwar heißt deren Album Gute Reise und war wochenlang auf Platz 1 der deutschen Charts. Hier sind jetzt für euch Ich und Ich mit Universum.